Well, folks, we're all out of time. This is Johnny Gomez saying good fight, good night. Well, don't you know about the bird? Eratosthenes asked himself how it could be that at the same moment, a stick in Syene would cast no shadow, and a stick in Alexandria, 800 kilometers to the north, would cast a very definite shadow. Here's a map of ancient Egypt. I've inserted two sticks, or obelisks, one up here in Alexandria, and one down here in Syene. Now, if at a certain moment, each stick casts no shadow, no shadow at all, that's perfectly easy to understand, provided the earth is flat. If the shadow at Syene is at a certain length, and the shadow at Alexandria is the same length, that also makes sense on a flat earth. Hör auf mich, glaube mir, Augen zu. Vertraue mir. But how could it be, Eratosthenes asked, that at the same instant there was no shadow at Syene and a very substantial shadow at Alexandria? The only answer was that the surface of the earth is curved. Du schnarchst ja. Entschuldigung. Ach, kommt schon! Boo! Boo! Well, everybody knows that the bird is the word. Kritiker behaupten, ich würde hier Tischtennisbälle zeigen. Jetzt muss ich aber beweisen, dass es tatsächlich die Sonne ist. Hier, ich zoome jetzt raus und halte meinen Sonnenfilter in der Hand und nehme ihn weg von der Kamera und boom, da ist sie. Die Sonne. Sie ist kein Tischtennisball. Die Sonne verrät auf tückische Art und Weise, dass wir auf einer flachen Ebene leben. Schaut man sich den Sonnenuntergang über dem Meer einmal an, sieht man, die Reflexion der Sonne auf der Wasseroberfläche reicht bis hin zum Beobachter, was auf einer Kugel unmöglich ist. Des Weiteren müsste auf einer Erdkugel der Sonnenuntergang folgendermaßen ablaufen. Der Horizont ist gleichmäßig mit Licht illuminiert und sinkt dann komplett gleichmäßig ab. In der unteren Bildhälfte sieht man aber die Realität. Sonnenlicht schrumpft und folgt der Sonne. Sie zieht einen Lichtkegel hinter sich her, was auf einem Globus unmöglich ist. Und hier sehen wir die flache Erde. Wir sehen hier keine Kugel, die von einer 150 Millionen Kilometer entfernten Riesensonne bestrahlt wird. Charakteristisch ist hier die lokale Lichtkonzentration um die Sonne herum und dass der Horizont nicht gleichmäßig beleuchtet ist, wie es auf einer Kugel sein müsste, wie es hier die NASA mit diesem Fake-Foto zeigt. Der Horizont ist nicht komplett gleichmäßig ausgeleuchtet, wie es auf einer Kugel sein müsste. Hier nochmal der Vergleich. Und wer mir hier nochmal erzählen will, dass wir auf einer Kugel leben, da braucht sich bitte nicht wundern oder sich dann hinterher beschweren, wenn ich zu ihm sage, dass er ärztliche Behandlung benötigt, weil wir hier eine flache Ebene sehen mit einer nahen, kleinen Sonne. Punkt. Die Leute sind aufgewacht. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten.